Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever hier bei Heisenberg Zockt. Guck mal, das ist der Kollege, der Holz bringt, beziehungsweise die Bretter. Und jetzt brauchen wir noch einen Zug, der hier reinfährt und Waren bringt, damit die Warenproduktion hier unten angekurbelt wird. Dafür bräuchten wir einen Bahnhof. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ich würde das so machen, dass wir hier tatsächlich einen Kopfbahnhof hinstellen, weil sonst geraten wir irgendwann in Versuchung, dass wir die Waren, die hier hergestellt werden, von hier aus darunter bringen. Und das möchte ich genau nicht, sondern ich möchte, dass wir von da oben langdüsen. Auf der anderen Seite könnte man zumindest durchfahren. Das wäre natürlich eine Idee. Ja, wir lassen das mit dem Kopfbahnhof und machen hier tatsächlich doch noch einen breiteren Bahnhof hin, eben damit wir im Prinzip die Gleise dafür nutzen können, dass wir durchbrettern. Also, wir bräuchten einen Bahnhof. Das war hier, dann ein Güterbahnhof. Nicht ein Depot, ein Güterbahnhof, ich sag's gerne nochmal. Und irgendwie nicht ein klein, sondern gerne irgendwie was Größeres. Die Cargo Container Station. Haben wir hier oben natürlich nicht. Die würde irgendwie noch relativ gut zu Frankfurt passen. Da hätten wir 5 Gleise. 320 Meter, machen wir mal Hochgeschwindigkeit. Und Durchgangsgleise. Eben, das könnte man natürlich jetzt machen, aber ich sehe immer noch nicht ganz ein, wofür man die braucht, weil Durchgangsgleise kann man ja im Prinzip selber machen, indem man einfach nicht anhält. Also irgendwie so ganz verstehe ich den Sinn dieser Durchgangsgleise noch nicht. Aber okay, das ist ja auch egal. Wenn wir dich so hier hinstellen, wie würde das aussehen? Da nimmt der Bahnhof selber relativ viel Platz ein. Die Gleise da links, die brauchen weniger Platz. Der Bahnhof braucht mehr Platz für sich selber. Ja, vielleicht noch ein bisschen runter. Dann verlieren wir da die Fabrik. Wir müssen das so machen. Kommen wir da um die Kurve rum? Das könnte relativ schwierig werden, fürchte ich. Das wird sowieso schwierig. Von hier aus mit den Gleisen da rauf. Oh Gott. Wenn wir das so ansehe, das wird sogar sehr schwierig. Nee, wisst ihr was? Wir machen ja den herkömmlichen. Einfach, weil es einfach ist. Oder wie siehst du aus? Mal drehen. Ja, wäre eigentlich auch okay. Aber der wird wieder diese Durchfahrtsgleise haben. Nehmen wir doch den Standardbahnhof. Machen wir es ganz einfach. Machen mal 8 Gleise. Die Länge, wie gesagt, machen wir 320. Oder wir machen mal 280. Das müsste eigentlich auch reichen. Und gebogen. Das hätte natürlich auch noch was. Aber in die andere Richtung gebogen. Einmal drehen. Dann bitte wieder in die richtige Richtung drehen. Und wenn wir dich jetzt hier so da reinhängen. Vielleicht sogar noch ein bisschen drehen, damit das parallel ist zu den Gleisen, die da oben lang gehen. Ja, würde das von der vom Drehwinkel oder von der Drehzahl her stimmen? Ich muss mal gucken, wie sieht es aus bei 2. Ja, dann ist es fast zu krass. Wobei, das sieht eben auch relativ cool aus. Noch ein bisschen weiter runter, damit wir mit den Gleisen da wirklich langkommen ohne Probleme. Noch ein bisschen drehen. Ja, ist doch eigentlich relativ nett. Vielleicht noch ein bisschen näher ran. Zack, gebonkt. Okay, hätten wir. Jetzt, was müssen wir? In die Richtung müssen wir eigentlich, zumindest im Moment nur, um da Waren hinzubringen. Und hier unten müssen wir eigentlich gar nirgends hin. Die werden wir nutzen, um durchzufahren, ganz klar. Damit wir dann nach Wien und Köln und so weiter kommen. Die haben nämlich alle auch noch keine Waren. Das würde heißen, zuerst mal die Strecke machen. Ja, da in den Bahnhof rein, damit wir die Waren da hochkriegen. Da machen wir definitiv mal eine Dieselstrecke mit normalem Gleis. Okay, sollen wir die hier benutzen? Schwierig zu sagen. Also die Gleise oder die Gleise? Im Prinzip ja. Im Prinzip kommt es zwar gar nicht drauf an, weil wir sowieso mit allen Gleisen dann ja arbeiten, früher oder später. Wir nehmen mal das hier. Und jetzt werden wir halt einfach Schritt für Schritt bauen und gucken, wie schaffen wir es, da oben reinzukommen. Wenn wir hier mal lang gehen, das würde schon mal relativ gut klappen. Da wird noch der ICE gezogen. Da könnte man je nachdem ins Gleis rein. Möchte ich aber nicht unbedingt, sondern... Ja, die sind halt hier ganz außen. Das ist ein bisschen das Problem. Und da ist noch der Panzerzug. Das heißt, die Gleise hier sind belegt. Wer ist denn hier noch frei? Bitte Hand heben. Also das Gleis ist belegt. Hier hätten wir noch ein Gleis frei, sieht man. Das heißt, wir müssen in das Gleis rein. Das wird eher schwierig. Außer wir kreuzen hier. Das können wir aber machen. Dann kreuzen wir natürlich mit dem IC, der gezogen wird. Die sind ja sowieso nicht schnell. Also das kann man tatsächlich machen. Weil unten durch kommen wir nicht. Wir kommen nicht oben rüber. Es bringt nichts, wenn wir hier lang gehen und dann hier vorne sind, weil hier ist kein Bahnhof. Irgendwann müssen wir tatsächlich hier rüber wechseln können. Ich würde mal sagen, wir machen das tatsächlich so, dass wir hier kreuzen. Wir machen das jetzt aber auch so,
dass wir das Teil hier mal kappen. Das ist ja definitiv nicht für die Ewigkeit gebaut worden, haben wir gesagt. So, hier haben wir noch ein Stück. Dann haben wir hier das Teil weg. Machen das hier auch noch weg. So, und mal gucken, was wir da mit dem Depot machen. Das Gleis können wir natürlich auch hier irgendwie noch integrieren. Ganz klar. Gut, wir bauen das Gleis hier, den hier rüber und da rein. Wenn das irgendwie machbar ist. Moment, wir müssen ins linke Gleis. Jawohl, das würde schon mal stimmen. Also, irgendwie hier rüber, da rein düsen und das geht irgendwie erst hier. Ist das in Ordnung? Eigentlich ja. Wir müssen einfach dann noch rüber wechseln können. Aber wir können es natürlich auch anders machen, indem wir von hier aus in die Richtung gehen. Klappt irgendwie alles nicht so, wie ich es möchte. Jetzt geht's, glaube ich. Nicht einen Tunnel machen, einfach hier rüber düsen. Stimmt das so? Ja, das stimmt. Stimmt's hier unten auch? Nee, nicht so ganz. Wir können es ja mal direkt zusammenhängen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, würde klappen. Dann würden wir, wie gesagt, hier kreuzen. Das ist eigentlich in Ordnung. Geht da ins linke Gleis rein. Das ist auch in Ordnung. Wollen wir hier noch mit. Und das klappt auch. Sehr schön. So, da rein. Auf diese Art und Weise. Und hier vorne können wir dann das richtige Gleis aussuchen. Dann hätten wir das schon. Das ist gar keine große Übung gewesen. Jetzt bräuchten wir hier aber noch eine Weiche. Machen wir mal so. Mal gucken, wie es mit der X-Weiche aussieht. Ja, das wird nicht klappen. Ja, das war mir fast irgendwie klar. Machen wir hier oldschool. Das klappt eigentlich immer. Nehmen Signal. Und wir werden hier auch nicht allzu viele Züge nehmen können, weil wir schlicht einfach den Platz nicht haben. Wenn wir hier rüber düsen. Wenn wir hier ein Signal machen, das ist Käse. Dann steht der Zug, wenn er warten muss, auf dem Gleis. Also wir bräuchten tatsächlich das Signal, wenn dann hier. Ja, dann haben wir hier ein Gegensignal und dann ist Feierabend. Das heißt, das wird wahrscheinlich schon zu einer gewissen Wartezeit führen, das Ganze. Das könnte man hier noch verschieben. So, das hier hin machen. Kappen wir das hier nochmal. Und kappen das hier nochmal. Dann haben wir das ein bisschen verschoben. Ist in Ordnung. Das hier ist wieder nicht mehr in Ordnung, weil das ist nach der Weiche. Müssen wir aufpassen. Wobei, was sind das denn? Achso, das sind die Holzzüge, mit denen wir das jetzt teilen. Ja, wir schauen mal, wie das rauskommt. Auf alle Fälle ist dieses Signal hier fällig. Zack, okay. Wie viel Weg haben wir? Da könnte man hier vorne noch ein Signal hinstellen. Das müsste von der Länge des Zuges her eigentlich funktionieren. Okay. Ja, mal schauen, wie das dann genau aussieht, wenn die fahren. Wie lange muss hier, also wer muss hier wie lange warten? Das werden wir rausfinden. Gut, die Linie. Machen wir mal, zack, von hier nach hier oben, hier rein. Da sieht man, das wird hier auch gleich gemacht. Und zwar sogar richtig. Gut, haben wir hier runter, hier vorne rein und dann dieses äußere Gleis benutzen. Das ist auch in Ordnung. Und das ist dann, ja, Waren für Frankfurt. Nichts anderes. Waren, Frankfurt. Okay, wir brauchen einen Zug. Jetzt haben wir gerade ein Depotgleis gekappt hier oben. Ich würde sagen, das installieren wir mal wieder. Das ziehen wir weiter runter. Dann können wir nämlich dieses Depot hier verwenden. Das wir hier mal andocken. Wäre unser Gleis. Das würde klappen. Und dann hier reingehen. So, passt. Ein Signal, damit wir ein Depotsignal haben. Machen wir das mal hier hin. Zack, müsste das Depotsignal gewesen sein. Jawohl, ist es auch. Dann können wir die Züge kaufen. Ja, irgendwas. Ja, das muss nicht schnell sein. Wir gucken mal. Erstmal speichern, wir kaufen Züge. Test, überschreiben, Dankeschön. Sicherlich ein Diesel. Und warum nicht irgendwie eine Rangierlok? Irgendwie, wir schauen mal. Und wie lang? Das ist dann auch noch die Frage. Von den Bahnhöfen her wäre es kein Problem, dass wir einen längeren Zug nehmen. Das Problem wird eher entstehen dadurch, dass die Strecke so kurz ist. Und ich hätte halt schon gerne. Zwei Züge müssten das schon sein. Wir gucken mal. Züge kaufen. Lokomotiven, Diesel. Was haben wir hier Schönes? Ich fange mal hier unten an. Ja, die sind dann wahrscheinlich doch zu langsam. 60, die haben auch nicht wirklich viel Power. Amerikanische möchte ich jetzt gerade mal nicht nehmen. Hier die Baureihe 212 mit 100 km, 900 Kilowatt. Die wäre eigentlich soweit in Ordnung. Die könnte sicherlich ein bisschen was ziehen. Sind ja nur Waren, ist ja nicht Stahl oder sowas in dem Sinn. Ich gucke trotzdem noch, was wir sonst noch haben. Die BR 218,
ich hätte mehr Power. Ein Krokodil wäre natürlich auch was. Wisst ihr was? Warum nicht ein Krokodil? Wir haben in Frankfurt ja kein Krokodil. Das passt doch hier auch noch relativ gut hin. Wo haben wir die denn? Müsste doch eigentlich irgendwo hier zu finden sein. Sind die elektrisch, die Krokodile? Nein, im Ernst jetzt? Arg, natürlich sind die elektrisch. Ah, okay, kein Krokodil. Ich werde jetzt nicht nachträglich noch den Strom hinmachen. Jetzt, wir haben gesagt, wir nehmen den Diesel. Wir nehmen den Diesel. Sorry für alle, die sich jetzt auf die Krokodile gefreut haben. Wir werden die sicherlich sonst noch mal verwenden. Ich tendiere ein bisschen zu dem einen Teil, was wir hier unten hatten. Wo war's denn? 100? Nee, aber es ist halt zu schwachbrüstig. Ja, aber eine Rangierlok wäre schon cool. Ja, Heisi, mach vorwärts. Komm jetzt nicht hier vom Hundertsten ins Tausendste. 100 km, zu langsam, also zu wenig Kraft. Das Teil hat Kraft. Sollen wir dich nehmen? Nee, dich haben wir doch schon. Du ziehst doch... du ziehst doch irgendwie das Holz schon rum. Ja, ist halt... Das Problem ist, wenn man so eine Auswahl hat und dann so jemanden hat wie mich, dann kommt der nicht in Gang. 900 Kilowatt, 1900... Das Teil hat... Aber das ist ja eh schon fast zu lang. Wir nehmen dich. Okay, hat geklappt. Jetzt die Wagen, sonst sind wir nämlich wirklich in Folge 350 noch hier am Rumsuchen. Güterwagen, die Waren transportieren. Also, zum Beispiel ihr. Tempo ist komplett egal. 120 km machen die. Die passen. Die gefallen mir eigentlich relativ gut. Also, hier aber gleich mal einstellen, dass die wirklich die Waren transportieren sollen. Und dann nehmen wir jetzt mal immer die gleichen. Machen 130 Meter. Ich hoffe, dass... Ist okay. Was habt ihr eigentlich für eine Kapazität? 20. Das wäre nicht schlecht. Okay, machen wir mal zwei Züge. Dreie wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mit zweien wird es noch klappen. Wir haben viel zu wenig Signale setzen können, weil die Strecke so kurz ist. Wir gucken mal, wie das funktionieren wird. Das wäre dann nicht die Bretter, sondern die Waren. Oder habe ich die Linie falsch angeschrieben? Nein, Waren Frankfurt. Zack. Laufen lassen. Alles zumachen. Und gucken, wer hier rauskommt. Ja. Was für ein Betrieb hier. Oh nö, nicht wieder mit dem blauen Wagen. Oh nö, komm. Oh nö. Warum denn? Ja, das wird jetzt nicht klappen. Okay, das machen wir anders. Moment. Wieder der Linie zuweisen. Ne, das haben wir eigentlich. Wieder drehen. Fahr du mal. Und dann machen wir das hier mit dem Fahrzeugersatz. Dass wir das ändern. Ach, ist ja ärgerlich. Okay, aber die Lokomotive passt. Das war... Welche war es denn gleich nochmal? Müssen nochmal gucken. Moment, ich mache mal Pause, sonst fährt er uns eh davon. So, dass ich hier die richtige Lokomotive wieder erwische. Ja, schade mit diesen Wagen, die keine Texturen haben. Das ist tatsächlich ärgerlich. Warst du das? Die Baureihe 142. Ja, müsste zumindest von der Optik her müsste es ungefähr passen. Hinzufügen. Dann Wagen, die eine Textur haben, bitteschön. Wie sieht's mit dir aus? 12. Kapazität sollten sie halt schon auch haben, weil es geht eigentlich schon darum, dass die eben auch wirklich tatsächlich Waren transportieren. 13. Haben wir hier nichts Fetteres? 18. 8. Wird immer weniger. Ihr transportiert keine Waren, ihr bringt's nicht in dem Fall. Auch 13. Schade. Haben wir nicht irgendwie so ein Monsterteil, was irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Waren transportieren kann? 15, 30, das sieht cool aus. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Wo ist hier vorne? Das ist vorne. Hier Waren einstellen, hinzufügen. Waren hinzufügen. Gleich nochmal Waren hinzufügen. Und gleich nochmal Waren hinzufügen. Und hier haben wir den Schlusswagen. Jetzt gucke ich aber erst, wie lang der ist. 85 Meter. Nein. Da gibt es nochmal sozusagen einen Durchgang. Waren 116. Ja, jetzt würde ich langsam aufhören. Okay, weil das sind dann doch ein paar. Wenn man das mal 30 rechnet, dann macht das durchaus Sinn. Jetzt kommt aber hier der Schlusswagen noch dazu. Okay, haben wir. Ein und sofort ersetzen. Jawohl, dann werden die ersetzt, wenn sie am Bahnhof sind. Und die sind ja sowieso dauernd am Bahnhof. Einmal... Ja, hier unter der Brücke durch und dann sind sie beim Bahnhof. Von daher passt das. Sieht halt schon ein bisschen bitter aus und ohne Textur. Schade, sind schöne Wagen. Aber ja, funktioniert halt definitiv.
nicht. Du müsstest hier eigentlich reinfahren können. Das sollte kein Problem sein. Und dann schauen wir uns mal kurz an. Weil hier oben bei den LKWs, da müssen wir gar nichts machen. Wir haben hier so viele LKWs, die ins Gewerbe reinfahren. Die werden, sobald hier Waren ankommen. Warum haben wir denn jetzt hier schon Waren? Nö, nicht, dass ich irgendwo... Haben wir denn schon Waren hier abgeliefert? Aber irgendwie, wir haben doch geguckt. Moment. Ja, sonst ist nicht so schlimm. Von irgendwo kriegen die schon Waren. Dann ist das aber tatsächlich nicht die einzige Warenfabrik, die wir haben. Wenn ich hier mal so gucke. Waren, Waren, Waren. Das sind doch nicht Waren, die wir jetzt gebracht haben. Oder ging das tatsächlich so schnell mit Holz und so weiter? Das könnte auch sein. Aber die Züge sind ja noch nicht mal hier hochgefahren. Dann hätte ein LKW die Waren mitgebracht. Ist ja interessant. Moment, wer liefert hier Waren? Ist mir gar nicht klar. Aber hier sehen wir den neuen Wagen. Also die bringen jetzt tatsächlich schon Waren. Das kann aber nicht via Zug stattgefunden haben. Also nicht via dieser neuen Linie. Definitiv nicht. Ist mir jetzt aber ein Rätsel. Wer bringt hier wie Waren? Von wo? Seht ihr irgendwo Waren hier? Also eine Warenfabrik, die tatsächlich auch Waren produziert? Okay, aber die liefern wir die nach Frankfurt? Ja, im Prinzip ist es egal, weil wir hatten sowieso nur 2% da oben an Waren, die Frankfurt bekommt. Von daher eine gewisse Verstärkung des Ganzen kann auch nicht schaden. Maschinenwerkzeug, Waren, Frankfurt. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Dieses Teil hier habe ich vergessen. Das hier, dieses Spezielle. Das ist aber wirklich egal, weil das sind sowieso nur 2%. Dann werden wir das hier entsprechend noch verstärken. Und hier entsprechend noch Waren hinbringen. Zumal ja die Waren natürlich hier nicht alle da zum LKW dienen sollen, sondern die Waren sollen auch hier bleiben. Das wird dann passieren, sobald wir einen Zug haben, der von hier Waren in eine Stadt bringt, in eine andere. Und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Die Frage ist, wohin? Ich würde mal sagen, irgendwo ins Nachbarstädtchen. Ja, schaut mal, hier haben wir zum Beispiel Krusenfelde. Hat Krusenfelde mittlerweile einen Güterbahnhof? Ich glaube, die haben immer noch keinen. Zumindest nicht in der Stadt drin. Hier hinten haben sie einen. Aber das könnte man natürlich auch machen. Das wird eben diesen Güterbahnhof ausquartiert lassen. Dass Krusenfelde selber keinen Güterbahnhof bekommt, sondern das wird alles mit LKWs geregelt. Das würde heißen, wir müssten hier rein. Und das müsste doch eigentlich zu machen sein. Wir haben hier sowieso eine Bahnstrecke. Wo führt die hin? Hier runter. Was macht ihr denn? Wenn man euch mal anklickt, das geht da rein. Das könnte man definitiv hier mitnutzen. Wenn ich dich erwische. Food. Ah, Nahrung. Okay, aber Nahrung für Frankfurt. Also die kommt von da hinten. Dann werden wir die Strecke mitnutzen. Und werden von hier die Waren nach da bringen. Da müssen wir jetzt im Moment gar nicht viel machen, außer die Linie einzeichnen. Das Ganze stimmt ja schon. Wir werden diese Linie hier einfach mitnutzen. Also diese Gleise. Also einmal hier lang. Dann hier rauf und hier rein. Wenn man hier guckt, das stimmt genau nicht. Wir wollen in Krusenfelde West. Gerne. Oh, ich muss schnell gucken. Moment. Was wir hier für Terminals haben. Das wäre Terminal. Moment, hier muss ich gucken. Das wäre die 6. Also hier in die 6 rein. Und schon funktioniert. Schließen wir gleich mal ab. Was wir haben, das haben wir. Weil da unten... in Frankfurt stimmt es eigentlich, wenn man hier so guckt. Jawohl, und von da hinten kommt keiner, das passt also auch. Okay, das ist dann unser erster Warenzug und der geht nach Krusenfelde. Warenkruse, genau. Warenzug, Krusenfelde. Perfekt. Gut, jetzt bräuchten wir natürlich noch einen Zug, den wir hier installieren können. Da hinten haben wir kein Depot oder kein Depot mehr. Das haben wir gekappt, aber... Denke mal, hier unten müssten wir da irgendwo ein Depot haben. Ja, haben wir ja auch. Okay, wo müssen wir rein? In dieses Gleis. Da können wir problemlos dieses Depot nehmen. Jetzt muss ich aber schnell gucken, wie schnell der ist. Nicht, dass wir den komplett dann ausbremsen. 100 km/h, da können wir was Langsameres machen. Und wir haben hier Strom. Ja, da könnte man auch die Krokodile nehmen. Das Problem ist, wir haben kein Krokodil, das 100 km/h macht. Leider. Halt, bevor ich irgendwas mache, ich muss nochmal schnell gucken, dass auch wirklich dieses Depot hier das Richtige ist. Sonst können wir die wieder nicht auf die Strecke schicken. Also, Krokodile. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal schnell. Da haben wir die Dampflokomotiven. 75. Das ist eine Dampflok. 75. Ja, die machen halt leider alle tatsächlich 75.
90, okay, wir kommen der Sache näher. 75, 90, aber halt schon keine, die 100 schafft. 75 und dann ist, glaube ich, nee, hier ist nochmal. Eins am Teil, 75, 90. Ich möchte den anderen Zug nicht ausbremsen. 90, okay, funktioniert nicht. Nicht mit den Krokodilen. Wir nehmen eine andere Lokomotive. Irgendeine, die 100 km/h macht. Zum Beispiel die hier, die sieht doch cool aus. Macht 125, die bremsen wir noch ein bisschen runter. Mit, mit den Wagen. Halt! Oh Gott, fast gekauft. Arg, und das ist dann eben, man speichert 30 Mal, es passiert nichts. Das ist Murphy's Law. Und beim einmal, wo man das Speichern vergisst, stürzt das Spiel ab. Und man kann alles nochmal bauen. Passenger, okay, wir bräuchten aber Freight oder Fright. Funktioniert, sehr schön. Güter. Warum nicht die Teile? Die machen die 100 km/h. Ich würde diese Teile nehmen. Waren. Haben wir hier oben. Machen wir mal zweimal dich. Waren. Da können wir eigentlich auch einen längeren Zug machen. Oder wir machen zwei längere Züge. Weil wir haben hier lange Bahnhöfe und das ist ja auch eine gewisse Strecke. Waren. Moment, hat es geklappt? Jawohl. Auch zwei. Dann noch einen solchen. Waren. Okay. 178 Meter. Ich würde mal sagen, wir hauen hier mal noch irgendwie so einen roten drauf. Okay, 197. Wir machen noch ein und gut ist. Jetzt machen wir hier aber zwei davon und weisen hier die Linie zu. Das geht natürlich nicht. Ich muss hier runter, dann müsste es funktionieren. Linie zuweisen. Nicht Food, sondern Warenzug Krusenfelde. Da haben wir es doch. Okay. So. Schnell gucken gehen und dann natürlich mitfahren, auch wenn wir die Strecke kennen. Das ist Ewigkeiten her, seit wir diese Strecke mitgefahren sind. Von daher können wir das gerne machen, weil natürlich Frankfurt sich auch massiv verändert hat. Also da werden wir jetzt tatsächlich nochmal Einblick haben, den wir so schon länger nicht mehr hatten. So, da kommt er daher. Der Warenzug Krusenfelde. Kapazität 143 mal 2. Ist nicht schlecht. Das müsste dicke reichen für das Städtchen. Wir müssen aber noch schnell gucken wegen den LKWs. Sind hier, seid ihr fürs Gewerbe zuständig? Für die Industrie? Food, Krusenfelde. Die fahren aber... Ja, die fahren natürlich ins... Wir müssen die... Ja, ihr merkt schon. Es ist spät. Im Prinzip wollte ich gerade sagen, wir müssen diese Linie kopieren. Können wir aber nicht, weil müssen wir neue LKWs machen. Machen wir noch schnell. Aber dann machen wir kurz Pause. Machen die Linie. Das wäre von hier eben ins Gewerbe rein, hier in Krusenfelde. Müssen wir schnell wissen, wo ist hier Gewerbe. Das wäre eben blau. Eben im blauen Bereich. Oder müssen die zu den Wohnhäusern? Ne, wohin müssen die Waren? Das muss ich zuerst ganz sicher noch festlegen. Moment, Krusenfelde. Die Waren müssen, ja, zu den Einkaufsmöglichkeiten. Hallo da. Irgendwo hier rein. Ich würde mal sagen, warum nicht irgendwo hier zu einer Bushaltestelle? Da können wir ja abliefern. Machen wir mal. Wo können wir denn hier abliefern? Wo haben wir hier eine Bushaltestelle? Hier unten, hier beim Bahnhof, da müssen wir nicht unbedingt hin. Aber wenn wir hier hingehen, ja, dann haben wir einen relativ großen Bereich, den wir abdecken. Machen wir das so. Also, das wäre dann hier hin. Und das scheint zu funktionieren. Und das wäre dann, wie haben wir das jeweils gemacht? Erst wo? Also, das wäre Krusen. Moment, Krusenfelde, dann was? Nämlich LKW, dann wohin? Nämlich Gewerbe. Okay, und jetzt brauche ich nur diese LKWs noch. Ich weiß, wir fahren noch mit dem Zug mit, keine Angst. da oben haben wir das Teil. Jetzt nehmen wir natürlich wieder diese Standard-LKWs. Da müssen wir nichts ausrüsten oder einstellen. So, hier ist die DHL zugange. Gewerbe haben wir hier. Sehr gut, lassen wir laufen und jetzt werden wir aber mit dem Zug mitfahren. Denn die Strecke, die haben wir schon ein, zwei Mal gemacht mit den LKWs, definitiv. Mit Food und mit dem anderen Zeug, was da noch rumgeschickt wird. Wo ist unser Zug? Ach, hier unten fährt er rein. Okay, sollen wir den mal düsen lassen? Ich würde sagen, wir nehmen den zweiten. Haben wir hier ein Signal? Nein, hier machen wir noch schnell ein Signal hin, damit der andere Zug raus kann. So, perfekt. Dann kann der nämlich auch fahren. Hier können wir eigentlich wieder zumachen. Und dann mal reingucken, wie der kommt. Beziehungsweise wir steigen gleich mal ein. So, dann geht's ab nach... Och nö, jetzt ist wieder die Kamera falsch rum. Arg!
Nee. Okay, aber das ist natürlich Käse. Da kann ich nichts machen. Ja, die Kamera ist in dem Sinne natürlich nicht falsch rum. Der fährt reverse. Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir tauschen den schnell. Also wir tauschen schnell die Lokomotive. Beim anderen Zug lassen wir die Lokomotive. Aber hier möchte ich eine andere Lokomotive haben. Nicht kopieren. Weil ich eben mitfahren möchte. Wo war das gleich nochmal? Da. Züge kaufen. Jetzt machen wir sicher kein Fass auf. Jetzt nehmen wir, was wir finden. Elektrisch. Hier runter. Einfach unter km/h brauchen wir. Und bitte die Kamera auf der richtigen Seite sozusagen. Das sind ja die ganz schnellen. 125. Wir nehmen dich dazu. Da müsste die Kamera doch eigentlich richtig sein. Okay, wieder hier rauszoomen. Linie zuweisen. Wo bist du? Da, Warenzug, Grusenfelde. Okay. So, hier zumachen. Und jetzt müsste doch hier tatsächlich die Kamera auch auf der richtigen Seite sein. Mal gucken. Wehe. Jawohl, so. Jetzt können wir nämlich die Strecke wirklich genießen. Sonst kriegen wir irgendwie einen Wendehals, wenn wir hier die ganze Zeit rückwärts gucken müssen. Was wir ja leider eben sowieso nicht können. Wir hätten jetzt nur die leeren Wagen betrachten können. Und das wäre es nicht so gewesen. Deswegen einmal Lokomotiventausch. Und mal gucken, ich werde wahrscheinlich dann beim Fahrzeugersatz hier die andere Lokomotive nehmen, weil wir die eigentlich ausgesucht haben, die haben wollten. Und mitfahren werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr. Sprich, dann ist es egal, wenn die Kamera auf der falschen Seite ist. Und sieht ja auch eigentlich relativ nett aus, so mit diesem gedrehten Teil, also mit Reverse. Ich würde die dann tatsächlich so nehmen, weil diese Cargo-Lok, die haben wir glaube ich eh schon. Es ging jetzt wirklich nur darum, dass wir noch die Mitfahrt genießen können und die Kamera auf der richtigen Seite ist. Und früher oder später wird hier natürlich auch so ein bisschen, soll ich sagen, vielleicht ein Zentrum entstehen. Wir haben ja auch noch ein paar Gleise, die wir belegen können. Also das würde ich dann je nachdem tatsächlich auch noch machen. So, er gibt ein bisschen Gas. Und dann ist es natürlich keine ewig lange Strecke. Aber sie ist gut besucht, weil da noch eine andere Linie drauf verkehrt. Da sieht man schon den Zug kommen. Das ist sozusagen die Konkurrenz, die hier noch rumfährt. Okay, und Food nach Frankfurt bringt von hier aus, weil wir da eben noch eine Lebensmittelfabrik haben. Ganz klar. Jetzt hätte man auch, was wir irgendwie komischerweise nie machen, warum nicht jetzt bei diesem Zug, wenn er sowieso da fährt, einfach hinten noch ein paar andere Wagen hinhängen, dass der eben die Waren dann auf dem Rückweg mitbringt. Hätte man eigentlich auch machen können. Das wäre aber etwas, das würde ich eher machen, wenn wir wirtschaftlich spielen. Also wenn wir Schönbau betreiben, wäre das wieder irgendwie, das wäre ein Schnitt ins Bein sozusagen, weil das bringt ja nichts. Dann haben wir weniger Züge auf der Strecke. Dann sehen wir weniger Züge. Das Ziel hier ist definitiv viele Züge, viele Fahrzeuge. Die kosten uns ja nichts. Von daher macht das so eigentlich schon mehr Sinn. Wenn wir jetzt wirklich wirtschaftlich spielen würden, dann wäre es natürlich eine Überlegung wert, dass man eben einfach Züge kombiniert. Dass er einerseits, haben wir eh schon gemacht in anderen Staffeln, dass er eben auf dem Hinweg zum Beispiel Waren bringt und auf dem Rückweg dann Lebensmittel mitnimmt. Das haben wir alles schon gemacht. Das ist wirtschaftlich zu empfehlen. Beim Schönbau behaupte ich nochmal, nö. Wozu auch? Sind ja nur weniger Züge dann. So, da kommt er wieder. Nett hier, aus dem Tunnel raus, wieder ins Tunnel rein. Ist ungewöhnlich, eine Zugmitfahrt machen, wenn man die Strecke nicht gebaut hat. Also klar haben wir die gebaut, aber das ist wahrscheinlich etwa 100 Folgen her. Sprich, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Aber es ist eine relativ tunnelreiche Strecke, das ist nicht schlecht. Eben, normalerweise hat man natürlich die Strecke ja gerade gebaut. Dann weiß man auch ungefähr, wo der Zug jetzt lang fährt. Hier bin ich völlig ausgeliefert. Und ja, fahr halt einfach mal mit und guck, wo es hingeht. Ist da unten? Ja, ja, genau. Okay, sieht aber auch cool aus hier mit dem Panzerzug, der rüberdüst. Da war ich mir nicht ganz sicher, wie das aussieht mit den Brücken unten dran. Aber das ist schon nett. Ist halt wirklich, es sieht einfach mächtig aus und groß. Ja, da kommt schon der Kollege zurück. Der hat aber noch keine Waren. Das hat offensichtlich noch nicht ganz funktioniert da vorne, dass wir Waren bekommen. Da muss man halt auch ein Momentchen Geduld haben, dass die Linie erkannt wird sozusagen. Im Moment gehen wahrscheinlich die Waren alle nach Frankfurt. Die, welche wir hier abliefern. Aber das wird sich definitiv schon noch ändern. Ja, und es ist halt wieder ein Zug mehr, der hier in Frankfurt verkehrt. Und das ist natürlich sowieso nett, damit wir hier eben wirklich viele Züge haben. So, gleich sind wir da. Dann schaue ich nochmal kurz, wie sieht es denn aus mit den Waren hier.
weil er gebremst hat. Ist aber durchaus eine schöne Strecke hier mit dem Tunnel und so. Gar nicht so übel. So, mal aussteigen. Ja, hier ist halt immer was los. Hier sind immer Züge, deswegen cool. Gut, also Waren. Wie sieht es hier unten aus? Moment, Lag. So, hier unten sieht es folgendermaßen aus, dass irgendwie noch nichts produziert wird. Die Linie haben wir. Aber, was fehlt denn? Bretter. Aha, okay. Also Stahl haben wir, das sieht man. Sie warten hier im Prinzip auf Bretter. Und Bretter kommen von hier, genau. Kriegen wir wahrscheinlich von da hinten die Bretter noch nicht wirklich. Ja, 4 Stück kriegen wir. Die Bretter da hinten, die gehen halt alle nach München runter hier. Das müsste sich erst anpassen, dass diese Bretter besser verteilt werden. Da, 600 Bretter für München und gerade mal 7 für Frankfurt. Da müssen wir wieder Geduld haben. Dann wird das wieder entsprechend abgeändert. Natürlich, ganz klar. Aber auch schön. Im Prinzip, ja, Züge haben wir. 210 Kapazität. Bretter München, Baumstämme München. Beziehungsweise im Moment. Die Baumstämme haben wir 340. Das ist, was wir hier brauchen, um die Bretter herzustellen. Da haben wir 210. Ist aber auch in Ordnung. Vielleicht müsste man tatsächlich gucken, dass man hier die Linie noch mal ein bisschen verstärkt. Also mehr Wagen. Nein. Der hat eine ideale Länge für diesen Bahnhof. Das würde ich dann so lassen. Und hier oben stehen sie halt auch ein bisschen. Ja, das wissen wir. Das ist dieses Nadelöhr. Ah, guck mal. Da unten kommt jetzt der... Nee, was ist das für ein Zug? Doch, das ist der, der die Bretter bringt. Genau, da ist ja die gelbe Lok dran. Jetzt dachte ich gerade, wo haben wir denn eine gelbe Lok? Ja, wo wohl? Beim Bretterzug. Was kannst du mitnehmen? Nicht allzu viel. 8 Bretter. Aber je mehr wir hier ankommen, desto öfters kriegen wir hier natürlich Bretter. Oh, schön hier mit den Baumstämmen. Es ist halt schon sehr, sehr schön gemacht. Guckt euch das mal an. Ich liebe es, dass hier halt wirklich dann Baumstämme drauf sind. Hier sind Bretter drauf. Sowas von cool. So, mit wie vielen fährst du jetzt los? Ja, mit 8 Brettern. Das ist natürlich eigentlich Verschwendung, aber okay. Teilt das mal besser auf hier, Leute. Heiliges bisschen. Die stehen hier leider immer noch. Jetzt kann der fahren. Ja, wir müssen gucken, ob wir hier vielleicht auch noch ein bisschen was ändern, weil sonst stehen die da zu lange. Das gefällt mir dann definitiv auch nicht. Ja, jetzt haben wir hier aber Waren und ordentlich Zugverkehr hier unten einmal mehr. 4 Stück für Frankfurt. Sehr nett. Und da sind ja die Züge unterwegs. Die werden die dann da hinten abliefern. Ja, gut, liebe Freunde, ich würde sagen, haben wir wieder eine Folge hinter uns gebracht. Schade, dass sie zu Ende ist. Ich würde glatt nochmal eine aufnehmen. Geht aber leider nicht. Ich muss jetzt kurz was anderes machen. Aber ich freue mich auf heute Abend. Dann nehme ich nämlich wieder eine Folge auf. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.